I was in the United Ich States Air war Force in from der Luftwaffe der 19 Vereinigten Staaten January vom 18. Januar 1964 1964 bis zum until 18. October 18, Oktober 1968 1968. Ich verließ die Luftwaffe 4 Monate früher, um wieder die Schule zu besuchen. Als ich ging, besaß ich den Dienstgrad Sergeant und ich hatte eine Top Secret Krypto-Sicherheitsfreigabe. Ich arbeitete im strategischen Luftwaffenkommando auf dem Langley Luftwaffenstützpunkt in Virginia, in der 44. Technischen Aufklärungseinheit. Die Einheit war für die fototechnische Aufklärung zuständig. Sie arbeiteten an den U-2-Flugzeugen und den Spionagesatelliten mit Fotooptik. Zu einer Zeit, in der überhaupt niemand davon wusste. Niemand wusste, dass wir Fotospionage, Satellitenspionage betrieben. Ebenso wie niemand vom laufenden U-2-Programm wusste und oder über dessen Fähigkeiten. Ebenso arbeiteten wir an den Waffenkameras und an den Aufklärungsfilmen der C-130, welches ebenfalls ein Flugzeug war, was wir für Kampfhandlungen vorbereiteten. Wir fertigten den Film dafür. Es war 1965. Ich glaube, es war im Juni oder Juli, irgendwann in diesem Zeitraum. Mein Boss kam zu mir, ich arbeitete in einem Fotolabor. Zu der Zeit war ich Techniker, ein Fototechniker. Ich habe Erfahrungen in Elektrotechnik, ich bin in der Reparatur von elektronischer Fototechnik ausgebildet. Ich war in Colorado auf dem Langley Luftwaffenstützpunkt. Tatsächlich dauerte die Schule ein Jahr. Die Abteilung, in der ich tätig war, war eine brandneue Einrichtung. Diese wurde direkt neben dem Gebäude für die Vietnamkriegsüberwachung und die Eskalation errichtet. Wir waren in einer total neuen Einrichtung und im Januar 1965 begann ich dort, die gesamte Ausrüstung zu installieren. Da war alles von Druckern für die Presse, aber auch für die Kartenerstellung. Wir waren aber auch damit betraut, automatische Trainingsprogramme zu erstellen. Wir hatten Simulatoren zum Trainieren. Sie installierten eine große Umgebungskarte, eine Gebietskarte und fliegen mit einer Kamera dort drüber und machen eine Aufnahme des Terrains und installieren den Film dann in ein Flugzeug und dieses kann so unter dem Radar fliegen. Dies nannte man Luftfahrt. Und niemand wusste, dass wir zu dieser Zeit schon diese Fähigkeit besaßen. So installierten wir jedenfalls das gesamte Equipment. Naja, ich arbeitete in einem Fotolabor, als eines Tages mein Boss Staff Sergeant Taylor zu mir kam und sagte, dass wir ein Problem mit dem Equipment hätten. Hier auf dem Stützpunkt. Es war das erste Lunar Orbiter Programm, bei dem die Mission war, eine mögliche Landezone für die Astronauten zu lokalisieren, für die Mondmission 1969. Jedenfalls sagte er, dass sie dort drüben Probleme mit der Ausrüstung haben. Es war die gleiche Ausrüstung, die wir hatten. Es war eine computergesteuerte Druckerausrüstung und er wollte, dass ich dorthin gehe und es mir ansehe. Er sagte mir, es sei eine NSA-Einrichtung. Zu dieser Zeit wusste ich gar nicht, was die NSA war. Ich war ganz schön naiv und ich dachte, er meinte NASA. Und eine lange Zeit glaubte ich, es sei eine NASA-Einrichtung, zu der ich gegangen bin. Doch ich erinnere mich, wie er NSA sagte. Und ich habe es in meinem Gedächtnis mit NASA verknüpft. Es ist die Abteilung für nationale Sicherheit. Und bis vor 15 oder 20 Jahren wusste ich noch nicht viel über die nationale Sicherheitsbehörde. Das Interessante an der Sache zum Zeitpunkt, als mein Vorgesetzter zu mir kam, war, dass ich nur eine Top-Secret-Sicherheitsfreigabe hatte. Ich bekam meine Krypto-Sicherheitsfreigabe auch für einige Wochen nicht. Es braucht normalerweise Jahre, um so hohe Sicherheitsfreigaben wie diese zu bekommen. Und sie beginnen schon, wenn du noch in der Schule bist. Und nur die besten Absolventen sind die, die diese hohen Sicherheitsfreigaben bekommen. Ebenso müssen sie ihre Pflichtübertragungen wählen, welche ziemlich nett sind. Es war einfach Pfuscherei. Ich war nur für das gut ausgebildet, was ich auch in der Schule gelernt hatte. Ich wurde gefragt, ob ich in diese Einrichtung des Langley Luftwaffenstützpunktes gehe, wo die NSA die Informationen des Lunar Orbiter sammelte. Und ich nahm mir also ein paar Werkzeuge und ging hinüber.
Ich ging ins Gebäude. Als ich mich dem Gebäude näherte, war dieses wirklich nur leicht bewacht. Ich meine, die Basis stand unter hoher Sicherheitsstufe. Rückblickend war ich überrascht, dass es dort außerhalb des Gebäudes nicht mehr Bewachung gab. Ich ging in das Gebäude und gab ihnen meinen Pass mit der geringen Sicherheitsfreigabe. Und sie gaben mir sofort ein höheres Sicherheitsabzeichen. Ein paar Wachen brachten mich dann in diesen Hangar. Es war ein riesiger Hangar. Als ich hineinging, waren dort Menschen aus anderen Ländern, eine Menge Menschen aus dem Ausland, in ziviler Montur und mit Dolmetschern und Sicherheitspässen, die um ihren Hals hingen. Das Erste, was ich dachte, wenn das hier die NASA ist, was machen dann die ganzen Ausländer hier? Menschen aus anderen Ländern, die alle verschiedene Sprachen benutzen. Das machte für mich absolut keinen Sinn und ich war ziemlich beeindruckt. Es passte nicht richtig. Was machen die ganzen Leute hier? Sie waren sehr still und verhalten. Es war so, als hing irgendwie eine Art Leichenvorhang über ihnen. Sie hatten einen sehr besorgten Gesichtsausdruck. So, sie brachten mich in dieses Labor, wo ich mir die Ausrüstung ansah. Es war ein Airman zweiter Klasse dort drin. Ich war ebenfalls ein Airman zweiter Klasse. Er startete die Apparatur, aber diese kam nicht auf Touren. Sie machte nicht, was sie eigentlich sollte. Ich sah, was damit los war. Ich sagte, ich werde erstmal die Fehler suchen und beheben. Es hatte kleine, runde Leiterplatinen. Zu dieser Zeit waren diese Bauteile noch vertraulich zu behandeln. Dies war, bevor wir integrierte Schaltkreise hatten. Ich sagte zu ihm, weißt du, wir müssen dieses Teil aus dem Labor schaffen, wenn wir daran arbeiten wollen. Wir können nicht hier in der dunklen Umgebung daran arbeiten. So rief er jemanden an, um Leute zu organisieren, die es rausbringen sollten. Es hatte etwa die Größe eines kleinen Kühlschranks. Weißt du, es ist nichts, wo man einfach so dran arbeiten kann und was so einfach zu bewegen ist. Also jeder verließ die Einrichtung, den dunklen Raum, abgesehen vom Airman zweiter Klasse und mir. Wir waren dort drin und warteten auf jemanden, der kommen sollte, um dieses Bauteil abzuholen. Und während wir da drin waren, sagte ich zu ihm, ich bin wirklich fasziniert von dem ganzen Prozess. Wie bekommen Sie die Bilder vom Lunar Orbiter hier in dieses Labor? Und er beschrieb den ganzen Ablauf, wie die ganzen weltweit verteilten Radioteleskope miteinander vernetzt sind und wie diese die Daten hier nach Langley bekommen. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, welcher der eigentliche Zweck des Dunkelraums war, der Operation und der Einrichtung. Ich dachte, es wäre der Ort, an dem die Informationen zusammenlaufen und sie diese Bilder an die Öffentlichkeit weiterleiten. Ich hatte keine Ahnung davon, dass dort andere Gründe hintersteckten, in die diese Einrichtung verwickelt war. So, er begann mir all diese Informationen zu erzählen und ich wusste, dass das, an dem wir arbeiteten, geheim war und er mir nur einen bestimmten Teil der Informationen weitergeben durfte. Nur der Teil, der mit unserer Arbeit zu tun hatte. Und jedenfalls erzählte er mir, wie alles funktionierte, er zeigte mir die Ausrüstung, bei der die digitale Information ankam, wo es dann in fotografisches Bildmaterial umgewandelt wurde. Zu dieser Zeit machten wir 35mm Filmstreifen, welche dann in 18 zu 11 Zoll montiert wurden. Diese nannte man Mosaike. Es befindet sich eine digitale Kennzeichnung und eine Graustufe auf jedem 35mm Filmstreifen. Diese Aufnahmen waren von den erfolgreichen Umrundungen des Mondes und sie setzten sektorweise die einzelnen Bilder zu einem größeren Bild zusammen. So, dieses Mosaik wurde daraufhin in einen Drucker getan und es war danach ein Ausdruck, welcher dann der Presse, den Wissenschaftlern oder wem auch immer weitergegeben wurde. Er zeigte mir also, wie alles funktionierte und wir gingen rüber zur anderen Seite des Labors und er sagte, übrigens, wir haben eine Basis auf der Rückseite des Mondes gefunden. Ich fragte, welche? Was meinst du damit? Wessen? Ja, er erwiderte, wir haben eine Basis auf der Rückseite des Mondes gefunden. In diesem Moment überkam mich die Furcht. Ich war etwas erschrocken. Ich dachte mir, wenn jetzt einer in den Raum kommt, dann sind wir in Gefahr. Dann haben wir echte Probleme, weil er mir diese Informationen nicht hätte geben dürfen. Ich war davon fasziniert, aber ich wusste auch, dass er gerade eine Grenze überschreitet, die er nicht überschreiten sollte. Dann holte er eins dieser Mosaike hervor, welches diese Basis mit den geometrischen Umrissen zeigte. Es waren dort Türme, kugelförmige Gebäude. Es waren sehr große Türme. Und etwas, das aussah wie Radaranlagen. Es waren sehr große Gebilde. Ich sagte gar nichts mehr zu ihm, weil ich besorgt war, dass jemand jederzeit hineinkommen konnte und wir uns dann in echten Schwierigkeiten befänden.
Es wurde mir klar, dass er mir dies erzählte, da er niemanden anderen hatte, mit dem er darüber sprechen konnte. Wahrscheinlich war er in diesem Labor einer der wenigen, die dafür angeworben wurden. Er war ein Arbeiter. Es war deutlich, dass er eine Sicherheitsfreigabe hatte, aber er konnte diese Information mit keinem anderen teilen. Und zu dieser Zeit tat man das auch nicht. Wenn du eine Sicherheitsfreigabe hast, nimmst du das ernst. Es ist nicht wie heute, wo die Menschen das nicht ernst nehmen. Wir besaßen damals eine andere Moral, Ethik und Werte. So sind wir erzogen worden und wir hielten uns an diese Vereinbarung. Es war selten, dass irgendjemand so etwas wie dies machte. Mein Kollege und ich hatten den gleichen Rang und ich denke, er war deshalb auch sehr entspannt. Er hatte diesen gleichen Gesichtsausdruck wie die Wissenschaftler da draußen. Die waren genauso besorgt wie er. Er musste es einfach mit jemandem besprechen. Genau dort war auch das Ende bei der Sache. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich habe es einfach in eine Schublade geschoben. Aber das Interessante an der Sache, jeden Tag, wenn ich nach Hause kam, dachte ich, ich kann es nicht erwarten, dies in den Nachrichten zu hören. Ich schaltete durch das Programm und schaute die Nachrichten, ob sie ansagten, wir haben eine Basis auf der Rückseite des Mondes entdeckt. Wissen Sie, ich weiß, das war ziemlich naiv. Und jetzt sind über 30 Jahre und ein paar weitere vergangen und wir haben davon immer noch nichts gehört. Zu der Zeit wurden mir 30 von diesen Fotos gegeben. Es waren keine mit den Artefakten, aber es sind Fotos aus diesem Drucker. Ich habe ein paar davon mit den Autogrammen von Dr. Kelly, der zu diesem Zeitpunkt der Chef dieses Projektes war. Als ich San Francisco vor einigen Jahren verließ, verkaufte ich sie in einem Kunstgeschäft. Da es lästig war, diese immer mit rumzuschleppen. Ich dürfte noch einige von diesen archiviert haben, aber es war wohl der größte Fehler meines Lebens. Was wirklich interessant ist, ich weiß nicht, wie hoch die Auflösung dieser Bilder war, aber ich weiß, dass wir mit der Fototechnik von den Satelliten unserer Einrichtung zu der Zeit schon die Nummernschilder von Autos erkennen konnten. Ich wusste, dass uns diese Technologie zur Verfügung stand. Ob diese auf dem Lunar Orbiter verbaut war, weiß ich nicht. Dies lässt in mir die Frage aufkommen, warum kriegen wir jedes Mal Bilder mit so niedriger Auflösung, Bilder vom Mars oder jeglichen anderen Missionen sind immer in sehr niedriger Auflösung, obwohl wir schon seit den frühen 60ern die Möglichkeiten haben, viel höhere Auflösungen zu machen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Diese Frage kommt eben immer in meinen Sinn. Wenn ich es damit vergleiche, was ich gesehen habe, ich habe Fotos gesehen, auf denen Dinge zu erkennen waren, die jenen Gebilden ähneln. Ich muss Ihnen sagen, diese waren gewaltig. Einige dieser Strukturen waren von der Grundfläche 800 Meter lang. Es sind riesige Strukturen. Ich meine, es sind alles verschiedene Formen und Größen. Sie müssen eine Sicherheitsfreigabe haben, die über Top Secret liegt. Sie müssen normalerweise Crypto oder Cryptologic oder höhere haben. Was mich betrifft, hatte ich letzten Endes eine Cryptological Sicherheitsfreigabe und mit der hatte ich Zugang zu all dem Bildmaterial von den U2s und von den Satelliten. Ich hatte zu allem Zugang, an dem wir arbeiteten. Das Aufregende an meinem Job als Elektroingenieur war, dass ich in jede Abteilung der Einrichtung musste. Ich musste in den War Room, das SAC, strategisches Luftkommando, und ich arbeitete dort an der Ausrüstung. Ich sah so eine Menge an Informationen, die die Leute mit meinem Rang normalerweise nicht zu Gesicht bekamen. Normalerweise gehst du zur Arbeit und machst deine kleine, auferlegte Arbeit. Wenn du ein fototechnischer Auswerter bist, dann ist es das, was du machtest. Du hast mit keinem darüber gesprochen. Wenn du an Bildmaterial der U2 gearbeitet hast, dann hast du an Bildmaterial der U2 gearbeitet. Wenn du an Satellitenaufnahmen gearbeitet hast, dann hast du an Satellitenaufnahmen gearbeitet. Aber du besprachst deine Arbeit mit keinem anderen. Und du machtest eben nur deine Aufgabe. Wenn du Bildbearbeitung machtest, dann machtest du Bildbearbeitung und durftest keinem anderen davon erzählen. Wir wurden ausführlich darüber aufgeklärt, wie diese Arbeitsteilung aussehen sollte. Du hattest keinen Austausch über die Dinge, mit denen du betraut warst. Ich konnte in all diese verschiedenen Bereiche gehen und sah, was sie dort machten. Und manche teilten doch ihre Informationen. Sie hatten Fotografien von entdeckten Raketenstellungen direkt auf ihrem Schreibtisch. Oder sie hatten Bilder von Raketen der russischen Flugzeugträger. Oder ich sah zum Beispiel mehrfach frischen Schutt von Raketensilos auf den Satellitenbildern der Psionai-Halbinsel.
In einem Raum unserer Organisation hatten wir zu diesem Zeitpunkt eine Karte der Sinai-Halbinsel. Diese wurde von unseren Satelliten aufgenommen. Es war ein Mosaik und war über 60 Fuß hoch und 60 Fuß lang. Es war gewaltig und zeigte großartige Details. Und ich meine, es ist faszinierend. Und ich sah Fahrzeuge auf diesen Satellitenbildern, bei denen man die Nummernschilder lesen konnte. Sie zeigten es mir sogar und daher weiß ich es, dass es echt war. Aber lassen Sie uns doch zurück zur getrennten Arbeitsteilung kommen. Ich hatte Zugang zu vielen verschiedenen Bereichen. Das nur, weil ich ein Techniker war, der sich von Bereich zu Bereich bewegte. Die einzige Person, die noch Zugang haben durfte, war ein Beamter, der diese hohe Sicherheitsfreigabe hatte und die Notwendigkeit besaß, jenes zu wissen. Wenn jemand keine Notwendigkeit besaß, zu wissen, dann gab es keinen Grund, mit einem anderen darüber zu sprechen. Selbst wenn jemand fragt, wenn dieser nicht die Notwendigkeit zu wissen hatte und keine Sicherheitsfreigabe, dann durfte man mit ihm nicht darüber sprechen, was man wusste. Jeder trägt einen Sicherheitspass mit einer bestimmten Farbe und du erkennst sofort die Farben und weißt, dass diese Farbe ein spezifisches Sicherheitslevel kennzeichnet. Und wenn du dich von Bereich zu Bereich innerhalb einer Organisation bewegst, dann kommst du in immer höhere Sicherheitsbereiche. Du gehst durch ein Tor, du gehst durch eine Wand und tauschst deinen Pass gegen einen Sicherheitspass aus, der höher ist. Du wurdest über deine Arbeit eingewiesen und wie deine Art der Konversation zu anderen Personen sein darf. Mir wurde gesagt, frag nicht, diskutier nicht, geh da rein und reparier die Ausrüstung. Wir saßen dort mit einem Sicherheitsbeamten und dieser besprach mit dir, was deine Aufgabe war, was du machst, was du darfst. Sie fragten dich nicht, was du gesehen hast, denn sie wussten, was du gesehen hast. Sie wussten auch, zu was du Zugang hattest. Mir wurde gesagt, ich soll mich bewusst verhalten, wenn ich nicht auf dem Stützpunkt bin. Ich sollte nichts trinken. Mir wurde gesagt, ich soll mich nicht berauschen, keine Drogen nehmen. Mir wurde gesagt, ich soll bewusst auf Leute achten, die versuchten, eine Freundschaft zu mir aufzubauen, weil es Leute sind, die diese Art der Information suchen. Es gab eine Menge Spionage um den Stützpunkt herum, Militärspionage. Jedenfalls wurde mir gesagt, lass niemanden deine Bilder wegnehmen. Sei dir bewusst darüber, wann, du, wie und wohin du reist. Ich wusste, es gab keinen Ort, an den ich hätte gehen können, 5 Jahre lang, ohne dem State Department Bescheid geben zu müssen. Auch nachdem ich beim Militär war, nachdem ich das Militär verließ, musste ich zu dieser Zeit immer berichten und um Erlaubnis fragen, jederzeit und egal wann ich in den USA unterwegs war. Sie mussten wissen, wo ich die ganze Zeit war. Uns wurde gesagt, wenn wir in fremdem Gebiet unterwegs waren, ich nenne als Beispiel, wenn wir in Vietnam waren, es war immer jemand bei uns mit einer Waffe in der Hand, bereit einzuschreiten, falls wir in die Hände des Feindes fallen. Sie wollten nicht, dass wir in die Fänge des Feindes geraten. Wir würden vorher getötet werden. Wir wussten, dass wir unter solchen Bedingungen operierten. Dein Leben war die ganze Zeit in Gefahr. Solltest du in die falschen Hände geraten? Wir waren uns dessen bewusst. Mir wurde gesagt, sollte ich eines Tages mal gehen, würde ich untersucht, um sicherzustellen, dass ich nicht in bestimmte Dinge verwickelt war, die der Regierung nicht passten. Meine Sicherheitsfreigabe lief Oktober oder Januar 1989 ab. Es war im Jahr 1989, nachdem meine Sicherheitsfreigabe abgelaufen war. Ich diskutierte mit meiner Schwester über das, was wir gesehen hatten, denn sie war an diesem Phänomen interessiert. Ich las Colonel Corso's The Day After Roswell. In diesem Buch erzählt er ein paar wirklich fantastische Dinge. Ebenso erklärt er kurz vor Ende des Buches, dass sich dort auf der Rückseite des Mondes eine Basis befindet. Und als er dies erwähnte, sagte ich, aha, und ich begann, an das, was er erzählte, zu glauben und erzählte eine Menge tiefgreifende Dinge über den Absturz in Roswell und außerirdische Technologie und anderes und wie es durch das Amt für ausländische Technologien von ihm selber vermainstreamt wurde. Ich wusste, dass der Kerl auf jeden Fall die Wahrheit sagt, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass dies echt ist. Ja, es war Edgar Mitchell. Er sagte zu mir, trete hervor. Und ich sagte, okay, es ist an der Zeit, mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit zu treten. Ich war etwas irritiert, wissen Sie, weil die Regierung über das hier schon seit Jahren lügt und es geheim hält. Ich denke, es war an der Zeit, dahinter zu kommen. Da steckt noch viel mehr dahinter, als ich begreifen kann. Wissen Sie, viel mehr Geheimhaltung, als ich mir vorstellen kann. Viel mehr Täuschung, als ich verstehen kann. Wie ich sagte, einige der Oberflächen der Gebäude waren sehr groß, aus dünnen Strukturen.
Ich weiß nicht, wie groß sie waren, aber sie müssen sehr, sehr groß gewesen sein. Ich sah winkelförmige Aufnahmen mit deren Schatten. Dort waren kugelförmige und domartige Gebäude. Kugelförmig und domartig, die sehr groß waren. Sie müssen eine halbe Meile vom Grundmaß besitzen. Im Verhältnis zur Fotogröße stachen sie sehr klar hervor. Es waren riesige Objekte. Es ist sehr interessant. Ich habe versucht, es in meinem eigenen Gedächtnis mit irgendwelchen Gebäuden von der Erde zu vergleichen. Und sie passen einfach nicht zu dem, was wir haben. Vom Maßstab und vom Aufbau her. Sie sind zu einem gewissen Grad ähnlich. Ich versuchte, diese mit Metallstrukturen in Verbindung zu bringen, aber ich konnte keine metallischen Strukturen erkennen. Es war mehr eine Struktur aus Steinen, aber gefertigter Stein. Einige Gebäude sahen aus, als hätten sie reflektierende Oberflächen. Manche Strukturen erinnerten mich von der Form an Kühltürme von Kraftwerken. Andere waren sehr gerade und groß, mit einem flachen Abschluss. Manche waren rund und sahen aus wie Nissenhütten, domähnlich wie ein Gewächshaus. Und alle diese Gebäude waren clustered together. Auf dem Auszug, den ich gesehen habe, waren mehrere zusammenhängende Gebilde verteilt über die ganze Landschaft, eine ziemlich große Landschaft. Da war ein Gebäude, das eine schüsselförmige Struktur hatte, aber es war sehr groß. Es sah aus wie eine Radarschüssel, jedoch war es ein Gebäude. Es konnte keine Radarschüssel sein. Dort war ein anderes Gebäude in der Nähe mit einer gekürzten Spitze. Es war eine winklige Spitze, die abgeschnitten war. Ich schaute nicht mehr länger drauf, weil ich dachte, mein Leben ist in Gefahr. Verstehen Sie, was ich sage? Ich hätte gerne weiter drauf gesehen, aber ich hätte auch gern Kopien. Ich würde gerne mehr darüber wissen und darüber diskutieren, aber ich wusste, ich konnte nicht. Und ich wusste, der junge Kollege, der mir das mitteilte, wirklich seine Grenzen übertreten hatte. Ich hatte einfach das Gefühl, er hatte das Bedürfnis, er müsste mit jemandem darüber sprechen. Er arbeitete nicht an einem gewöhnlichen Motiv. Und ich denke, er hatte diese Last auf seinen Schultern. Und es war für ihn, als könnte er sich so erleichtern.